Willkommen, meine lieben Biberfreunde. Wir sind hier wieder am Start auf Bergkette mit den Bibern. Und wir versuchen jetzt hier an diese Mine heranzukommen und sie so unterirdisch wie nur möglich zu belassen. Ich habe mir sogar überlegt, dass man das hier sogar einigermaßen zumachen kann, dass man es von außen gar nicht mehr sieht. Ja, die Möglichkeit würde sogar bestehen. Aber dafür müsste ich hier nochmal ein paar, zwei Dinge, glaube ich, abreißen. Oder auch nicht. Vielleicht geht es auch anders. Aber auf jeden Fall, der Plan wäre es tatsächlich, so unterirdisch wie nur möglich zu machen. Jetzt warten wir halt darauf, dass wir wieder Sprengstoff haben. Sprengstoff wird nach wie vor produziert. Ist eine Frage des Faulwassers. Und ich möchte jetzt hier, dass die nicht existierenden Träger ihn priorisieren. Ja, schick. Ich weiß gerade eben gar nicht, wo unsere Arbeitskräfte eigentlich alle sind. Eigentlich sollte man meinen, wir haben genügend Arbeitskräfte. Eigentlich. Ja, wie sieht's eigentlich hier aus? Genau, wir brauchen nochmal hier die alte Zapferhütte hier. Moment. Genau, die Zapferhütte. Die kommt jetzt hier hin. Dann kann der Kollege hier, ja, einfach zapfen. Und später will ich natürlich auch noch hier ein paar Fichten hinsetzen. Kiefern hinsetzen, aber das ist... Da sind wir noch ein gutes Stück von weg, dass das realisierbar wird. So, die ersten Sprengstoffe sind da. Damit sind wir hier auf Bodenniveau. Wie es sich gehört. Ich setze hier schon mal die nächsthöhere Prio, genau. Also, hier fehlt nur noch jetzt ein Sprengstoff. Und dann müssen wir das Ganze halt auch bloß noch irgendwie zumachen. Jetzt kann ich erstmal den hier entpausieren. Und dafür brauchen wir dann wiederum das hier nachher. So, wie gesagt, ein Sprengstoff vonnöten. Also insgesamt... Oh, da geht's schon weiter. Sehr geil. Jetzt kann ich wieder den Dreier hier nehmen. Achso, den Dreier hier nehmen. Und mit dem Dreier... Das sieht dann halt einfach optisch, wie ich finde, ansprechender aus. Wenn man hier so reinguckt, ne, und das gibt hier nicht diesen Versatz, dann sieht das hier ein bisschen klarer aus. Und wir wissen dann trotzdem, dass da unten dieses lustige kleine, ja, Kavernenreich ist, in dem dann so ein Megalager sich befindet. Das ist genau das, was ich hart feiern möchte. So, jetzt... Ja, uns fehlt immer noch der eine Sprengstoff. Was soll man machen? Wir haben genügend Papier. Ich glaube, den Papierheini kann ich kurz mal pausieren. Wir sind jetzt bei 50 Bibern. Das ist im Vergleich zu dem, was wir früher hatten, nicht viel, aber es ist ausreichend, wenn man darüber nachdenkt, was wir uns leisten können. So, jetzt können wir sprengen. Dann werden wir hier direkt nochmal eine weitere Dreier-Sprengung durchführen. Die natürlich mit der höheren Priorität als die anderen beiden. Ja, also die bringen halt relativ schnell den Extrakt dran. Den haben sie ja easy. Die eigentliche Problematik sind die Sprengstoffe. Die haben wir nicht so leicht. Den kann ich jetzt auch entpausieren. Der kann jetzt hier auch gemacht werden. Das ist gar kein Problem mehr. Und dann machen wir jetzt hier einfach einen Deckel drauf. Ja, ich glaube sogar tatsächlich, komm, was soll der Geiz? Ich sorge dafür, dass das hier noch ein freierer Weg ist. Dann ist das hier eine Dreierbreite. Das ist eine Dreierbreite. Das muss doch reichen für das Wasser. Also ganz im Ernst, das muss doch reichen. Ich hoffe sehr, dass es reicht. Wow, klöppeln die da viel rein? Es ging auf jeden Fall uns ganz schön... Ach nee, die machen gerade eben den da, oder? Nee, wen machen die denn? Ach nee, die machen den von der Seite. Das habe ich nicht erwartet.
27 von 36, 28 von 36. Ja, die Bretter fehlen jetzt halt schon wieder, ne? Die sind jetzt auch schon wieder alle. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt nochmal eine Brettermanufaktur nochmal erweitere. Aber insgesamt ging das jetzt hier alles dann doch sehr ins Material. Also das war schon wieder, also auch wenn es nicht so aussieht, das war wieder eine größere Aufgabe. Und sie hat im Grunde erst begonnen, ne? Das ist ja die Vorbereitung, um auf das hier sich einzurichten. Und ich sehe schon kommen, dass ich... Heieieiei, also wir müssen ja in absehbarer Zeit da runter, wir haben gar keine andere Wahl. Das geht gar nicht anders. Warum habe ich keinen Sprengstoff? Oh! Wir haben mal wieder das Problem, dass wir ins Faulwasser nicht rankommen. Mörb nicht mögen. Nee, das ist jetzt wirklich saublöd. So ein Käse. Ey, ohne Witz, dieses Mal rechnet sich der Mist halt dann doch. Dieses Mal rechnet es sich dann doch, das zu machen. Wenn ihr mich fragt. Also gut, dann ran an den Speck. Faulwasserpumpe. Maximale Priorität für all das jetzt hier einrichten. Go. Metall haben wir genug, wie wir sehen, ne? Zahnräder haben wir genug. Uns fehlt das Faulwasser, wir können hier nicht weitersprengen. Das ist sehr, sehr ungünstig gerade eben. Ich pausiere mal den Knüll hier, den brauchen wir gerade eben hier nicht. Dich pausieren wir gerade eben auch mal. Ah, jetzt holen sie die ganzen Mats dafür raus. Witzig. Ja, und es fehlen halt Bretter. Oh, die Energie ist ziemlich am Boden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Holy moly. Das kam unerwartet. Ich glaube, wir könnten nochmal so einen Kollegen hier gebrauchen. Eins, zwei und dann kann ich nochmal ein Windkraftwerk hier setzen. Kostet Papier, Bretter und so weiter und so fort. Ja, alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Jetzt ist erstmal das hier dran. Rohholz und Metallblöcke und dann wird hier der Job hier sofort besetzt, weil wir brauchen das Zeug. Ich muss bloß aufpassen, dass der Kerl hier dann nicht weggeschwemmt wird, sobald das hier in 7 Tagen wieder losgeht. Ne? Aber dieses Wasser brauchen wir doch. Es sind halt nur ein paar kleine Sprengstoffe. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 6 Dynamit brauchen wir noch. Und das hat nicht gereicht. Ein bisschen schade. So, jetzt bringt mal hier das normale Holzgedöns an. Jawohl, da fehlen noch 6. Wir haben wieder 2 verletzte Biber. Baustellen fehlen Materialien. Ich ahne schon welchen. So, jetzt geht's los. Godzilla 14 traut sich hier in die gefährliche Zone, wo noch nie zuvor ein Biber gewesen ist. Na also, da kommt das erste Faulwasser. Und es wird direkt schon zu den Dynamit-Produzenten jetzt hingebracht. Sehr gut. Also eins können wir schon mal machen damit. Demnächst 2 und so weiter. Dann weiß Pau, was er zu tun hat. Am nächsten Tage. Denn ich will das ja alles noch zubekommen, bevor das Wasser wieder kommt. Ey, das wäre so ätzend, wenn das jetzt alles wieder nachfließen würde. Dinge, die ich nicht erleben will.
Sehr schön. Die transportieren das ja auch teilweise wirklich jetzt hier in großen Paketen. Und dadurch kommen wir voran. So, Moment. Das ist dann wieder ein Zweier nach da unten. Wie gesagt, als nächstes muss der hier gemacht werden. Hm? Ach, jetzt haben sie erst wieder den Extraktkram jetzt hier gemacht. So, hier wird wieder Dynamit gebracht. Um. Und nochmal ein Zweier nach unten. So, das sind die maßgeblichen Dinge hier. Ja, wie gesagt, Extrakt ist wieder da. Heißer, heißer, Hopsasa. Ich muss jetzt halt echt aufpassen wie ein Schießhund, ne? Damit das jetzt hier nicht so eine Katastrophe wird. Für den armen Biber, der daran arbeitet. Derweil haben sie hier einfach nochmal mehr Energie produziert. I like what I see. Ja, gerade ist wenig Wind da. Leider ist nicht immer viel Wind da. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt könnt ihr als nächstes das hier machen. Und dann machen wir auch so einen Deckel drauf, ne? Und dann wird hier hoffentlich nie wieder Wasser reinfließen. Genau das erwarte ich dann hier von diesem System. Das war der erste. Und damit kann ich jetzt im Grunde schon mal sagen, warte mal, wie weit muss... Ja, genau, das ist sogar die... Ich habe intuitiv die richtige Breite gewählt. Und als nächstes sind jetzt, wie gesagt, die da dran. Und wenn die gemacht sind, dann müssen wir natürlich auch diese Dinger schließen. Und dann sollte da kein Wasser mehr durchgehen. Und dann können wir anfangen mit der Idee hier Treppenstufen runter zu machen. Aber wie gesagt, wir werden da noch nicht reingehen. Das muss erst ausgetrocknet werden. Ich denke ernsthaft sogar darüber nach, das System künstlich leer zu pumpen. Allerdings von Hand. Das ist eine ernst gemeinte Sache hier, ne? Also ich habe wirklich vor, das zu tun. Aber erstmal dichten wir jetzt das hier ab. So. Der pumpt hier immer noch fleißig. Ja, bald kann er auch nicht mehr pumpen. Ich glaube, dass ich ihn am letzten Tag einfach dann hier aus seiner gefährlichen Pflicht befreien werde. Ja, es ist eine gefährliche Pflicht. Ah, der ist schon zu. Fehlen nur noch ein paar Bretter. Die Bretter sind da, sie müssen... Und ein paar Hölzer. Und dann können sie hier das abdichten. So, und jetzt kommt der Fun Fact, ne? Also nach wie vor, die Idee war... Ach Gott, wir haben es sogar noch breiter gemacht, als es sein muss. Die Idee war, das hier so zu machen. Für das da, ne? Noch kann man da... Also nee, sie können das sogar von... Die können das bauen von da oben. Okay, das ist großartig. Und dann können wir das hier anfangen zu errichten. Und ich würde das dann einfach so machen. Das sind eine Menge behandelte Bretter, die wir dafür ins Land gehen. Aber erstmal, wie gesagt, wir pausieren die Dinger noch. Wir sehen nur, dass es geht. Und dann können wir den Pfad hier dann hinsetzen, wo dann hier das Treppenhaus sein wird. Und wir haben sogar noch ein bisschen Luft dort unten. Also ich bleib dabei, ne? Unterirdischer kann ein solches Lager nicht sein. Produktionsplan. Natürlich Altmetall. So, was habe ich hier noch pausiert? Ach, der ist pausiert, ne? Ja, ja, der ist pausiert. Also, das hier ist jetzt ready. Wir sammeln jetzt den hier ein, den Kram. Und dann, wie gesagt, kommt jetzt hier der andere verwegene Plan. Lasst uns
Nee, ich brauche nur die. Ja, doch, 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 doch. Lasst uns hier das Wasser rauspumpen. Ich will hier das Wasser rausgepumpt haben. Wir haben noch 1,8 Tage. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Das wird nicht funktionieren, was ich gerade eben mache, weil es ist schon so tief, da kann ich gar nichts rauspumpen. Ich muss auf die natürliche Verdunstung warten. Okay. Gerade eben gemerkt, dass das schon so tief unten ist, dass ich da nichts machen kann. Na gut, na gut, na gut. Dann beginne ich aber schon mal jetzt hier... Will ich diesen Weg hier wegmachen? Ja, ich will ihn wegmachen. Weil das wäre nochmal eine weitere Möglichkeit hier für einen weiteren Offshore-Punkt. So, schön eingesammelt. Die brauchen gerade eben hier alles. Da kommen die nicht hin? Warum denn nicht? Ach so! Genau. Und jetzt ist der letzte Tag da, Leute. Und jetzt sage ich, dass dieser Job hier fürs Erste nicht mehr gebraucht wird. Der hier allerdings schon. Uns fehlen 20 Arbeitsplätze? Seid ihr hier schon wieder ausgestorben oder was? Nee, ausgestorben seid ihr nicht. Die haben ja bloß wieder viele Kinder, das ist das Ding. Aber sie werden nicht verhungern und auch nicht verdursten. Und wir haben immer noch einen Haufen Wasser. Okay, also wir haben wirklich nicht sehr viel Wasser verbraucht. Merp ist glücklich. Das System funktioniert. So, der letzte halbe Tag. Und wie gesagt, jetzt lass uns einfach beten, dass das, was ich hier gemacht habe, auch genauso funktioniert, wie ich es erwarte. Dass hier einfach das Wasser drüber schwappt und nicht durchsifft. Das ist einfach ein dichtes Ding. Ich habe zwar schon Videos gesehen von anderen, die das gemacht haben, aber es ist immer was anderes, wenn man es selber macht. Zumindest geht es mir so. Ich zweifle immer daran, bis ich wirklich selber die Erfahrung gemacht habe. Ich bin so ein Mensch, ich muss es in der Hand gehalten haben, um es zu glauben. So, okay. Also gleich haben wir wieder Wasser und damit aktivieren wir mal wieder unsere kleinen Pumper. Wunderbärchen. Oh, die Zapferhütte ist übrigens auch wieder am Start. Oder überhaupt mal am Start. Es funktioniert! Wie geil ist das denn? Es funktioniert, Leute. Es ist großartig. Ich liebe es jetzt schon. Wie geil. Ich schließe mal... Nee, warte mal, ich mache ihn jetzt hier mal automatisch. Ah, guck mal, ist das hier auch schon sprengbar? Das ist großartig. Dann wollen wir als allernächstes den hier in Angriff nehmen. Und sorgen dann dafür, dass der Kanal hier kanalig wird. Gott, Eddie, ich weiß nicht, ob ihr das Grollen hört, Leute. Ja, es ist nach wie vor vor meinem Haus. Mein Stuhl wackelt, mein PC wackelt, alles wackelt. Weil sie die Straßen wegfräsen. Das ist seit 2 Monaten bei mir so. Seit 2 Monaten. Ihr könnt euch vorstellen, was es mit euch macht. Wenn man ohnehin schon Sorgen hat. Und dann kommt noch sowas oben drauf. So much fun. Wollen wir eigentlich schon mal derweil hier mal anfangen, den Weg von unten nach oben zu planen? Ich bin der Meinung, ja. Und deswegen gehen wir jetzt mal ran an den Speck und sagen, das soll dann hier hochgehen. Also ich plane das jetzt wirklich von der Seite aus, ne?
weil es in meinen Augen am meisten Sinn macht. So. Dann muss der Weg hier rüber. Das muss sowieso alles jetzt hier gerade eben in dieser Art und Weise passieren. Um dann hier hoch zu gehen. Und dann hier. Und hier und hier. Moment. Zack, zack. Und dann müssen wir natürlich noch so hoch. Flubbidi, flubbidi, wupp. Einmal, zweimal, einmal, zweimal. Dann sind sie fast ganz oben. Das ist ziemlich weit. Aber es funktioniert. Jupp. Das wird funktionieren. Und mehr will ich gar nicht. Ich unterbreche aber auf jeden Fall mal gerade eben das hier. Oh nein! Überschwemmung! Auf keinen Fall Überschwemmung! Wir wollen das Ding geleert haben und nicht wieder gefüllt. No! Stop it! Oh Gott. Ja, ich sehe da Probleme auf uns zukommen in der Zukunft. Wir werden hier ein oder zwei Dinge noch ändern müssen. Ach, Jemini. Wir werden es nochmal ein bisschen höher machen müssen. Eine Wand höher. Und ich denke, wir fangen am besten gleich damit an. Gerade eben drüber nachgedacht, wenn ich das machen will. Wir machen es nochmal eine Wand höher. Moment. Pause, 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 Freunde. Also. Wir bekommen übrigens, glaube ich, wieder eine Dürre, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wenn ich mich irre, dann werden wir es ja gleich mitbekommen. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Wand höher. Dann kann ja das hier nochmal weg. Dann ist es ja am Ende sogar ganz gut gewesen, dass ich das so getan habe. Ihr macht das hier weg. Und dann müssen wir hier hoch. Das hier ist jetzt der mit der höchsten Prio. Alles andere ist gerade eben nicht so dramatisch wichtig. Und die nächsthöheren Prioritäten sind alle die hier. Sie haben es tatsächlich geschafft, einen Biber einzusperren. Ihr Dödel, ihr! Jetzt machen sie alles Mögliche da hinten. Okay. Jetzt könnt ihr das hier machen. Jetzt macht mal sofort den hier. Alles andere ist mir egal. Und der hier... Wehe, ihr baut jetzt irgendwas. Ich sehe es noch kommen. Boah, das war so close. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt passiert das nicht mehr. Ey, ohne Witz. Mal wieder eine Biber-Rettungsaktion durchführen müssen. Wuppdidu. Ja, wuppdidu, nicht unbedingt so sehr. Okay. Hier fehlen immer noch die Mats. Ich weiß nicht warum. Man sollte meinen, dass hier einer arbeitet. Man sollte meinen, dass hier einer arbeitet. Gut, man meint viel, wenn der Tag lang ist. Hier gibt es immer noch diese lustige Überschwemmung. We all know. Moment. Wir können schon das hier machen. Wie gesagt, der Plan ist es, das da oben hier alles zu bewässern. Das ist nach wie vor der Plan, ey. So.
Hier kommen sie jetzt auch gut voran. Und wie gesagt, wir müssen halt gucken, dass das hier nie wieder mit Wasser gefüllt wird. Sonst wird sich das hier niemals in Wohlgefallen auflösen. Der Zapferhütte arbeitet immer noch keiner. So langsam aber sicher können wir halt mal auch mal anfangen, jetzt hier Jebeck zu organisieren. Ich weiß bloß nicht, wo ich es einlagern soll. Dafür haben wir noch kein Lager. Ahornsirup. Ahornsirup ist, glaube ich, auch ein ganz normales Produkt. Hier ist Weizenmehl, Rohkolbenmehl, Kastanie, gelbe Teichrose, Löwenzahn, Weizen. Okay. Ist das hier denn irgendwo? Das muss man doch einlagern können. Ach, das ist ein Gesöff. Natürlich ist es ein Gesöff. Ahornsirup. Okay. Irgendwo ein mittlerer Tank hin, wo er hinpasst. Ich mache hier den Ahornsirup rein. So einfach ist das. Da passt das Ding hin. Und es stört niemanden. Und dann sollen sie trotzdem erstmal nochmal das jetzt hier veranlassen. Es fehlen 23 Arbeiter. Ich muss demnächst wirklich hier nochmal erweitern. Aber ich glaube, dass wir demnächst hier wassertechnisch... Ja, es ist wieder eine Dürre. Die Dürre kommt uns gelegen. Die pumpen das hier so lange voll. Dann haben wir in Zukunft hier komplett volle Wassertanks. Schöner kann es nicht werden für uns. Ich feiere das immer noch so sehr, wenn man da so reinguckt, was wir da unten gemacht haben. Ich freue mich. Dann kann ich sogar irgendwann mal anfangen und sagen quasi, hey, hier Altmetall muss hier gar nicht mehr rein. Dann kann man argumentieren, dann wird das hier das behandelte Bretterlager. Was ja auch dann mehr Sinn macht. Wie viel hat der hier noch? Na, überschaubar. Wir haben 178 Metallblöcke, aber wir brauchen zum Glück für das hier gar keine Metallblöcke. Für das hier brauchen wir auch keine Metallblöcke. Wir brauchen behandelte Bretter, oder? 200. Das ist meine Ansage. Ich sag mal, wir beginnen mal jetzt hier das jetzt hier einzulagern. Also Rohholz haben wir ja sowieso nicht so lange so viel auf Lager. Ich sag mal so, mein Freund, du wirst jetzt hier mal gerade geleert. Na, Rohholz haben wir eh nicht so viel auf Lager. Das geht schneller weg, als ich gucken kann. So, dann sage ich jetzt hier, also wenn ich ein Rohholzlager nehme, dann das hier. Ein winzig kleines. Für den Anfang. Denn aktuell brauchen wir nicht mehr. Aber ich muss jetzt anfangen schon mal für die Planungen da unten, den jetzt hier zu reaktivieren. Stranger kümmert sich drum. Das hier verbraucht zum Glück nur ganz normales Holz, keine Bretter. So, derweil bauen sie jetzt auch hier unseren mittleren Tank für den Ahornsirup, der auch nur 3 Tage braucht. Ne, Quatsch, der braucht 12 Tage zum Reifen. Okay, das ist relativ lang. Kastanien sind gut beieinander. Und dann kann ich irgendwann mal auch Ahorngebäckstücke machen, genau. Rohrkolben sind wir noch weit weg. Dafür muss ich eine entsprechende Wasserfläche anlegen, die ich momentan nicht habe. Und auch gerade eben noch gar nicht weiß, wo ich die hinmachen sollte. Wisst ihr, was lustig ist? Ich kann dann irgendwann mal hier sagen, dass dieses Gebiet hier nicht mehr unser Gebiet ist. Was passiert eigentlich, wenn man diese Gebäude alle abreißt? Was machen die Biber hier? Zu keinem Distrikt gehören. Geht ihr einfach zum Nebendistrikt? Gehen zu dem Distrikt automatisch, zu dem sie ursprünglich gehört haben? Ich habe Fragen, euer Ehren.
sehr viele, wie ihr gerade eben mitbekommt. Aber die werden wir in dieser Folge nicht mehr beantworten. Vielleicht in der nächsten oder in einer der übernächsten. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.